Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich grüße jeden, der auf jeden Fall wieder dabei ist. Jeden, der neu dazugekommen ist, vielleicht bleibt, vielleicht auch sagt, Mann, sind die dumm. Egal. Unterstütze ich die Aussage. Ja. So. Ist ja nichts Verkehrtes. Ja. So, wir fahren jetzt erstmal zu Jasmin, gucken, wo die sich rumtreibt, da hinten. Soll ich Vogelnester überhaupt noch mitnehmen? Ja. Da können Eier drinne sein. Auch Speck? Ich mag Speck. Veganer dumme Speck Fragen vom schon wieder, ey. Echt jetzt? Was ist denn das? Oh, da waren wir, glaube ich, nicht. Da müssen wir sind mal. Pilzsammler unterwegs. Ein Pärchen. Mhm. Oh, ich bin viel überladen. Wieso bin ich denn viel überladen? Hä? Was ist denn hier los? Wie hast du das gemacht? Ja, gesammelt, ne? Aber du brauchst doch nur Blei, Holz und Steine. Müll. Ah, ja, Müll. Hm. Ich finde das gut, dass du so eine ordentliche Ader hast und sagst hier Umweltverschmutzung. Mit mir nicht, nein, danke. Sowieso. Mache ich auch in echt. Und Blei. Na komm mal her, Schätzchen. So. Ah, wolltest du da reingehen? Oder war es da schon drinne? Yo, Lootback! Wow! Jawollo, Alter. Munition. Munition? Munition, Steroide. Oh, Steroide, geil. Mm, Männlichkeit, Testosteron. Mm, kleine Hoden. Was? Was? Oh, ich hab Durst. Oh, hier ist Burning Man Festival. Er ist schon wieder vorher vorgegangen. Wetten? Nein. Was ist denn hier los? Mit ihm nicht richtig. Burning Man! Der ist ein bisschen verbrannt. Ja, ja, ganz minimal, ganz minimal. Sieht man fast gar nicht. Kann man schön Holz abbauen hier. Und Gammelfleisch. Hier, was ist denn hier drin? Wo war das? Da? Kommst du klar, oder? Ja, ja, ja. Ich habe mich nur dezent erschrocken. Minimal. Das hat niemand mitbekommen. Ich hab heute wieder einen Schreckhaft, oder? Oh, geil. 7 geschmiedete... Oh, Essen wird aber auch ganz schön Stahl. Knapp. So. Oh, leere Mülltonne. So, schön. Bisschen baufällig das Land hier, ne? Hast du Schießpulver? Ja. Hier ist noch Schießpulver. Hast du Samway Sandwiches? Ja. Hier ist noch ein Samway Sandwich. Ach, da. Na komm mal her hier. Genau, er greift mich an. Ich möchte mir die Sachen holen. Kein Fall. Da ist der Affe kommt. Da ist noch ein Rock, wenn du ihn haben möchtest. So. Wahnsinn. Ich bräuchte ein bisschen Platz im Inventar. Ja. Warte, ich hab auch. Hier ist ein roter Motor und Eisen. Ja, kann ich nicht. Hab ich? Verdammt. Hier warst du schon drin. Jetzt habe ich hier wieder keinen Platz. So.
Ah, jetzt liegt hier der Krempel nur im Weg rum, so. Da muss ich ja mal die Leiter wegnehmen, damit du da Klötze hinstellen kannst. Klötze, du hast eine Klötze. Bauklötze. Geht jetzt nicht, weil mein Loot da liegt, ja? Hast du Papier? Nee, hab ich weggeschmissen. Okay. Hätte es sein können, dass du Papier hast. Gut. Dann muss ich hier meine Jumping Skills rausholen. Ja, genau. Puh, das war knapp. Nein, eigentlich nicht, aber. So, jetzt wird's knapp mit meinem Essen und Trinken hier gleich. Hast du Schweizer Verbände? Ja, das ist wie mit dem Viereck, mit dem Kreuz, ne? Ja, genau. Warte mal. Wie viele hast du denn? 2. Okay, jetzt hast du 4. So. Das Einzige, was ich jetzt nicht mitnehmen könnte, wären Militärrüstungsteile, außer ich trinke mein Wasser. Ich müsste eh trinken. So. Du hast Reparaturwerkzeug Nagelpistole freigeschaltet. Und die darf ich auch bauen? Darf ich die bauen? Nagelpistole an der Werkbank. Ah, oh, ist das herrlich, Jasmin. Habe ich Plastik? Nö. Oh, geil. Ich kann ja zu Hause mal gucken, ob ich dir mal ein Fahrrad bauen kann, wa? Damit du ein bisschen mobiler bist. Auch schon wieder was zu trinken. Ich hätte noch Bier oder Goldrutentee. Nee, oder roten rote Betesaft da. Wie heißt der? Roter Tee. Ja, gib mal roten Tee. Ach so, ich bin voll, warte mal. Soll ich wieder aufnehmen? Mensch, zieh doch mal ab. Schubst mich hier die ganze Zeit weg, ey. Das war mein Fahrrad. Ich hatte damit nichts zu tun. Du hast da was liegen lassen. Ich weiß. Brauche ich nicht. Mich nervt das, wenn die auf Wählerstimmen fangen. Nein, ich will nicht. Danke. Für Blei hätte ich jetzt keinen Platz. Ich würde sagen, ich bringe schon mal die Kohle und Nitrat nach Hause und mache schon mal Schießpulver. Dann haben wir das schon mal weg. Und dann komme ich mit leeren Taschen wieder. La 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 la. Eine entspannte Radtour durch den Park ist genau das, was ich mag. Mit Zombies hier und da. Hier ist gar nicht. Hier ist niemand.
Hm. Alle bei Jasmin. Hm. So, wunderbar. Ja, gut, Treppe. Ja, kann ich ja noch mal bauen. Aber dann, ja, nehmen wir da ein bisschen weiter ab. Das kannst du machen, wenn es abends ist. Ja, ja, ja. Nee, ich meine jetzt generell. Das, daran soll es ja nicht hapern. Oder Charlie? Hapern. So, Schießpulver mache ich an der Werkbank. Machst du das nicht so einfach? Oh ja. Boah, das könnte mir aber ein bisschen lange dauern hier. Ja, wir brauchen eine Chemiestation. Ja, dann geht das schneller, ne? Können wir das hier auch machen? Yeah. So, was kann man denn unterbrechen, wenn man mal ran muss? Hm, was habe ich denn hier Feines? Munition, Schießpulver. Oh, Nitrat. Ja, das sieht mau aus. Was? Ein Wässerchen könnte ich nur abkochen. So, Händlerkiste. 3 Diamanten, 3 Silberklumpen, 1 Goldklumpen. Das, weil zu dem sind wir ja gar nicht hingefahren. Kampfanzug. Hm, wäre eine Möglichkeit, brauchen wir nicht. So, der Schlagring kann auch weg. Einmal runter. Hier irgendwo schon Ölschiefer drinne? Nein. Glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüscht. Ah, das ist ja... Ich pack den Ölschiefer mal zum Benzin, weil wir da... Klar, da haben wir. Ja? Ja, beim Benzin. Das wusste ich nicht. Hm. Ah, hier ist der Kleber, Knochen. Sand. Oh, ich bin wieder auf einer Straße und da ist ein Auto. Was nur? Oh. Mit der Armbrust hast du in der letzten Staffel auch gar nicht gespielt, ne? Nee, damit bin ich null klargekommen. Aber dann würde ich sagen, können wir die Armbrustbolzen eigentlich, weil ich mag die auch nicht, können wir die ja verkaufen. Mhm. Oh. So, Was haben wir noch? Bier? Das Bier ist hier. Und dann kommt nochmal Gammelfleisch. So, damit haben wir alles rausgeräumt. Fürs Erste. Fahrrad wollten wir dir bauen, ne? Für ein Fahrrad brauche ich ein Fahrradfahrwerk und das kostet mich 5 geschmiedetes Eisen, Klebeband, Leder, Schraubenfeder, mechanische Teile. Gut. Dann fangen wir damit mal an. Ja, das ist mir ein bisschen viel. Das ist mir immer noch ein bisschen viel. So.
So, geschmiedetes Eisen. Bin ich denn jetzt hier? Oh, wir müssten langsam auch wieder Eisen einschmelzen. Bin hier an irgendeinem Haus. Gut, was war das noch? Schraubenfedern, wie viele haben wir denn? Wir brauchen 5, ne? Fahrradfahrwerk. 2 sogar nur. So. Mechanische Teile. Auch 2. Klebeband 2. Jasmin, wir haben gar kein Klebenband mehr. Hm. Oh, ich dachte so, ja klar. So. Ach, Kacke, Mann. Kacke, Mann? Ich bin überladen und hier liegt ein Rucksack. War das ein alter Lehrer von dir? Ja, Kacke, Mann. Nur so ein Sandwich-Toast her. Oder so eine Superkraft. Kacke, Mann. Fahrrad. Leder brauche ich auch 2. So, und das ganze Ding an der Werkbank. Oh, hier ist aber viel Nitrat. Ich kann immer noch nicht, wieso kann ich noch nicht? Achso, ja. Also hier müssen wir zusammen hin, ne? Also da rein. Nitrat abbauen? Nee, hier in das Haus. Das ist, glaube ich, da waren wir noch nicht. Warte, was brauche ich für den Fahrradlenker? Okay. So. 6 Rohre. Eins zu viel, aber das kann ich zum Reparieren nehmen. Klebeband, Leder, wieder 2. Mechanische Teile 1. Ja, hier müssen wir, glaube ich, zusammen hin. Ich finde das dann noch. So, jetzt einmal den Fahrradlenker. Oh. Wo denn? Ich weiß nicht. Ich sehe ihn nicht. Ja, auch nicht. Hinter dir, hinter dir. Hä, bist du doof? Kann ich doch gar nicht sehen, ich bin noch gar nicht bei dir. Ja, richtig. Das war lustig, oder? Nee. So, ein bisschen Nitrat habe ich jetzt auch. Oh, ich glaube, die versuchen jetzt aus dem Haus zu kommen. Die Nagel... Motorwerkzeugteile. Hm, das könnte ein Problem werden. Nö, nö, nö. Alles cool. Hier ist überall Nitrat. Hier sind überall Häuser. Hier müssen wir nächstes Mal hin. Ja. So, Nagelpistole. 12. Oh Gott. Das wird nicht günstiger, ne? 3.
und 12 mechanische Teile. Gut. Und eine Werkbank. Dann habe ich das. Das. Und jetzt kommt noch einmal Schisspulver. Ja, schön. Jetzt brauchen wir hier... Da müssen wir Mädchenfahrrad draus machen. Ist ja, Jasmin fährt ja damit rum. Ja. War ja einfach. Das können wir einmal... So. So, Jasmin, ich komme. Nee, ich gehe jetzt gerade zurück. Okay, ich komme. So, wo bist du denn? Ein Stückli in diese Richtung. Hier, ich sehe dich doch schon. Ja, fahr mal schön an mir vorbei. Tschüss. Ach, oh Gott. Warte mal, bleib mal stehen. Du musst mal was ausprobieren für mich. Jetzt bleib doch mal stehen. Mann. Oh, warte. Tada! Dankeschön. Wie mache ich das nochmal? Ich muss dir das, glaube ich, geben. Ich wollte es dir nur einmal zeigen. Achso, ja. Und zwar hier. Ich habe keinen Platz. Deswegen wollte ich nach Hause. Ja, und er fährt erstmal voll gegen den Zaun. Mitch. Stand der da schon immer? Hast du diesen Zaun da hinten gesehen? Ich nicht. So, was haben wir es denn jetzt? 18 Uhr haben wir es. Naja, deswegen bin ich schon mal nach Hause gekommen. So. Das ist mir zu riskant, ey. Ja, wenn du dein Fahrrad abnehmen kannst, dann sag's Bescheid, ne? Ach, mein Ohr, ey. Das muss ich mal schauen. Oh, 16 Eier habe ich gesammelt. Aublock. 9 Liter. Jetzt muss ich das erst wieder suchen, ne? Obwohl, warte mal, wir machen erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen mehr Abstand. So. Okay. Und dann kommt der... dahin. So. Pfosten mittig, Pfosten da. Ich muss ihn ja noch drehen, ne? Das war falsch. So hoch sind wir ja gar nicht. Wieder alles zusammengekracht bei dir, oder was? Nein, ich habe das abgebaut.
fachmännisch. Unter allen Sicherheitsaspekten. Okay. Kobi Schappel. Hätten wir eine Chemiestation, hätten wir die vollen. Das volle von Nitrat und Kohle machen können. Und nicht die Hälfte nur, was sich daraus ergibt. Aber immerhin können wir Schießpulver herstellen. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Oh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir denen das da oben ein bisschen enger machen, quetschen die sich oder würden die sagen, das ist mir zu eng? Was habe ich denn hier alles noch? Das brauche ich alles gleich. Deswegen kann. Also was schmelzt du jetzt gerade? Ach nee, ich habe ja oben auch alles gut. Ah, ich wollte erst, aber das wäre ja auch doof, ne? Und sind da die eine Mauer weghauen, dann würde ja alles zusammenbrechen. Ich habe Plaste hier auch noch mal. So. Waren jetzt der Kleber schon wieder. Mittlere Kiste. Hab schon. Ich hab schon. Hast gefunden, ja? Hab gefunden. Ah. Super. Ja. So, dann müssen wir das hier einmal wieder wegnehmen. Rein theoretisch den Boden hier mit Spikes pflastern und ums Haus mit dem Fall der Fälle. Das hier auch noch. Ja. Oh, Jasmin, das würde ja wunderbar, würde er dann bluten. Das wird wunderbar. Ich kau hier schon wieder dein Holz weg, doch. Aber wir haben ja auch noch 3 Tage Zeit, ne? Naja. So. Wohlbekommt's, Jasmin. Wohlbekommt's. Wünsches. Hab Durchfall gekriegt. Ja, jedem das, was er verdient, nicht? Zement. Wollte nebenbei schon mal Zement herstellen. Noch irgendwelche Samen, ne? Da. So. Dann können wir da schon mal Zement machen und eigentlich Lehm sammelt sich auch wie Jauche, ne? Jauche. Jauche. Findest du? Sammelst du nicht auch immer Jauche? So, warte mal hier. Achso, du hast hier oben die Schmiede im Gang. Ah. Wird das deine Metallschmiede? Ich mach Munition. Ich brauch Brechsand. Brauch ich nämlich auch Stein. Hm.
Susu. Leben habe ich gar nicht gebraucht. Cool. So, dann gehe ich mal wieder an die Treppe, wa? So, das haben wir soweit so. Hä? Ich kann noch gar kein Zement mischen. Hast du nicht gelernt? Anscheinend. Ich mache unten gerade Zement. Wo versuchst du den zu machen? Der kommt in eine Schmiede, ne? Genau. Ich habe doch hier 10 Stein. Wieso kann ich den nicht machen? Ach, weil voll ist. Wahrscheinlich. Die können die ja wahrscheinlich da wieder kaputt hauen, ne? Muss ich kurz warten, aber ich mische mir ja gerade was zusammen hier. Ja, ich probiere hier so ein bisschen rum. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie das letztendlich funktionieren wird. Das weiß ich auch nicht, Digga. Mensch, ich hab's doch eben gerade gehabt. Ja, Mensch, hast doch gerade gehabt. So. Brauchen auf jeden Fall noch eine Werkbank, ey. Entweder so. Oder. So, dass der ein bisschen Abstand hat. Aber wenn das nicht hoch genug ist, die Treppe, dann machen die den hier und das geht nicht. Dann sind die gefrustet und schlagen hier rein. Also, muss das Ganze noch ein höher. Theoretisch. Dann wären wir hier, ne? Ich werde die Treppe mal nur von außen aufwerten. Also ich mache jetzt, innen drin lasse ich die Rahmenform, ne? Alter, mit 100 Zement kommst du ja nicht weit, ey. Nee. Naja, zumindest habe ich jetzt erstmal die Ecke da hinten schon ein bisschen voll gemacht. Voll gemacht, voll gemacht. Naja, zugemacht ein bisschen. So, wenn wir die. Kannst du eigentlich noch eine Werkbank bauen? Ja. Wäre schon gut, wenn wir 2 haben. Wegen Munition. Ergibt im Großen und Ganzen Sinn, was du da sagst. So. Bisschen pompös hier, ne? Ach ja, hier liegt wieder Metall auf dem Boden.
Böden. Ja, da kannst du nicht bauen, du. Da ist alles im Weg hier. Da muss alles weg. So. Den hübschen hier auch noch. Und... So. So. Copy Shape. Machen wir hier rum. So, haben wir hier noch ein Dreieck rumstehen, rein zufällig? Ja, das ist ja praktisch hier. Machen wir nochmal Kuben schappen. Und den Kuben schappen wir das hier oben rein. Einmal runter. Ja. Haben wir den da? Und da müssen wir rüberziehen, nicht? Oh my goodness, wird das hier aber... Auf das. Ich bin ja gespannt, ey. Ich auch. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, der kommt dann noch weiter raus. Hier ungefähr, ne? Nee, war doch richtig. So. Oh weh, Jasmin, oh weh. Oh weh, oh weh? Oh weh, oh weh, oh wei und a. Das ist ja hier, nicht? Das ist ja... So, eine Mutter hat ja da... Oh Gott, oh Gott. Hier geht ja Material drauf. So, dann haben wir gesagt, ein frei und dann... Ist das so richtig? Das sieht so breit aus. Oh Gott, das ist auch noch richtig. Ja, cool. Machen wir hier einmal rüber. So. Ja. Machen wir mal ein bisschen Sparen an hier. Sparmaßnahmen. Das ist eine Ecke. Gottes Willen. Oh ja, oh ja. Es sieht aus wie ein Tempel, was ich hier gebaut habe. Das hat schon nichts mehr mit einer Treppe zu tun. Jasmin hat's kaputt gemacht. Warum müssen die da immer reinlaufen? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das ist ja auch dumm. Falls du noch mehr Fragen hast, frag mich einfach. Das ist ja auch blöd. Ich habe 360 Stein
Und krieg nur 36 Zement raus. Ist ja auch irgendwie blöd, ne? Nur mal, du hast was? 390 Stein jetzt eingeschmolzen und bekomme nur 39 Zement raus. Da habe ich bei mir noch gar nicht drauf geachtet. Das ist aber nicht viel. Hm. So, jetzt noch die heiligen Engen hier. Hm. Kommt die Ecke hier rein und also ich hoffe, dass die jetzt von den anderen Seiten sowieso den Treppenaufgang nehmen und dadurch, dass ich hier jetzt einen weggeblieben bin, dass die und hier ein Podest ist, hoffe ich mal, dass die hier hochgehen, weil es 3 hoch ist. Bei 2 hoch denke ich mal, würden sie versuchen hochzuspringen und dann hauen sie da rein. Kein Leben eingeschmolzen, okay. Jetzt würden sie hier hochgehen und dann hoffentlich hier rum. Mach ich gleich. Weil andersrum ist halt immer das Problem gewesen, wenn ich hier dran baue, dann stellen die sich hier hin, hüpfen, kommen nicht hoch und schlagen dagegen. Ja, ne, Patrick? Also, das könnte okay. Jetzt die Mutter der Porzellankiste sein, ne? Die Mutter? Die Mutter. Der Porzellankiste. Was ist denn das? Sagt man doch so, oder? Ich wüsste jetzt nicht. Oh, das höre ich aber ständig. Ja, von wem denn? Du hast nicht mal Freunde. Letztens hat der eine Typ auf YouTube das gesagt. Wann habe ich das gesehen? Vor 15 Sekunden, glaube ich. Ach, Patrick. Ja, ist ja gut. Knut. Gut, und das werten wir alles nur auf Holz auf. Weil, falls das nicht funktioniert, wovon ich natürlich nicht ausgehe, weil wir sind ja Profis. Aber im Falle des Falles, sollte es gehen, ne? Das ist, glaube ich, besser. Jetzt haben wir 3... So. Mal und mal, ey. Aufstieg zum Tempel. Das sieht aus, wenn die hier hochlaufen, ne? Mhm. Dann wirkt das so ein bisschen, als ob die uns vergöttern würden. Heilige Jasmin. Mhm. Ich will. Ey, das ist noch nicht mal fertig und du machst es schon kaputt, Jasmin? Du hast doch nicht mehr alle Mormen in der Schublade oder was? Bei dir ist auch ein Hund durch die Porzellanstube gelaufen, nicht? Ein Hund? Ein Hund. So, aber wir sind schon wieder bei 44 Minuten, Jasmin. Ich würde sagen, wir müssen diese Folge leider beenden. Mhm. Ich wollte eigentlich die halbe Stunde einhalten, aber dann wollte ich noch schnell die Treppe hier fertig machen. So, wer es bis hierhin geschafft hat, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Schaltet wieder ein, lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Ciao.